Hallöchen und weiter geht's mit Assassin's Creed Mirage. So, wir müssen unsere... Schon wieder so. So sage ich immer so. Wir müssen unsere Audienz bei der Schatzmeisterin Ning empfangen. Und die schmierige Wache, die uns ja nicht durchlassen wollte, die wird uns jetzt durchlassen, denn wir haben die Brosche. Und damit sind wir wichtig. So, weg. 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 Haut ab. Weg da. Oh, kleinen Moment. Weg. Oh, schade. So, mein Freund. Friede sei mit dir. Nur schon wieder. Was gibt es? Ich habe etwas, das sie will. Eine chinesische Haarnadel von der Auktion. Und ich habe auch meine Brosche dabei. Hier. Wohlan, du darfst eintreten. Ja, herzlichen Dank. Der hat ja richtig Bock auf uns, wa? Kampf erlaubt. Ich freue mich darauf, die Schatzmeisterin treffen zu können. Oh. Das ist eine Ehre. In der Tat, Sayidi. Alle abstechen. Sie ist sehr beschäftigt und zeigt sich nur selten. Ich habe noch nie so viele Schätze an einem Ort gesehen. Oh nein. Was? Warum? Was habe ich denn falsch gemacht? Wollt ihr mich verarschen? Ich hab Aua! Ich hab Aua! Ich hab gar nichts gemacht! Ich bin Au! What the fuck? Was habe ich getan? Seid ihr doof? Ich gehe nochmal raus. Also notfalls fange ich das nochmal an. Ich hab ja gespeichert ein Glück vorher. Wenn ihr mich verarschen, ich bin doch nur da hingegangen. Ich sollte doch mitkommen. Ich hab doch die Brosche. Du willst mich ver... Jetzt lass mich in Ruhe. Wo ist dein Problem, Alter? Ich bin ein Freund der Familie. Ruhe. Das ist ein Witz. Ich hab getan, was die wollten. Die haben gesagt, komm mit, ich bin mitgekommen. Okay, wir tauchen einmal unter und dann gucken wir, ob wir nochmal reingelassen werden. Wir haben ja die Brosche. Und dann gehen wir vielleicht nicht ganz so weit. Okay. Ich habe gedacht, ich werde da empfangen, also. Ich dachte, ich soll da rein. Jetzt natürlich wieder die Frage. Oh nein. Jetzt habe ich wieder Scheiße gebaut und wahrscheinlich muss ich mich wieder durchmetzeln. Das wäre natürlich jetzt mega ärgerlich, wenn ich da nicht mehr einfach reingehen kann, sondern mich wieder reinkämpfen muss. So, die verlieren langsam, wer ich bin. Okay, versuchen wir es nochmal. Ah, ich hab bestimmt wieder Scheiße gebaut. Und jetzt muss ich mich da wieder durchkämpfen, da bei den ganzen Wachen. Oh, ist das ätzend. Ja, aber was habe ich denn falsch gemacht? Also ich hätte nicht so weit gehen dürfen, okay. Aber hätte man denn nicht sagen können, warte hier. Kommunikation ist alles, ne? Man kann doch mit mir reden. Oh, mal schauen, ob der uns nochmal reinlässt. Was ist das? Ah, okay. Oh, bitte. Bitte sei kein Arsch. Ich war noch nie zuvor hier. Was darf ich? Okay, also hier sind keine Wachen und scheinbar ich... Hä? Okay, also wir haben die Kiste, wir haben die Schatzmacht. Was macht die denn da? Das sieht ein bisschen weird aus von hier unten, weil... Warum? Seid ihr doof? Ich durfte passieren. Nein.
Ich habe keine Ausdauer. Ey, das ist aber nicht sehr nett. Würde ich ja. Ich kann aber gerade nicht. Herrgott, noch ein... Oh, komm schon. So. Okay, scheinbar wollte man mich nur einmalig empfangen und das hat sich wohl erledigt. Ich bin jetzt kein gern gesehener Gast mehr, trotz Münze. Der Weg nach vorn. Meine Geschwister, mit dem Tod des Kalifen ist uns ein wertvoller Bauer verloren gegangen. Seid beruhigt, das Spielbrett wurde mit 9 Figuren erneut aufgebaut. Aus der Asche all dessen, was wir erschufen, werden neue Feuer entspringen. Macht die Flammen des Widerspruchs an, sät Misstrauen und erntet euren Lohn. Anarchie ist unser Verbündeter. Ordnung wird sich aus dem Chaos erheben. Die Falle wurde gelegt. Al-Bahamut, Kopf der Schlange. Aha. So, ich würde jetzt hier ungern einfach hochgehen, weil da oben ist ja noch der Dicke, ne? Sieht so falsch aus. Warte mal, hier aus dem Blickwinkel ist das noch viel schlimmer. Oh Mann. Ein Schelm, wer Böses denkt. Sieht aus, als würde sie den Boden putzen und als Schatzmeisterin kürze ich das nicht, ne? Während der Schatzmeister Werther da zuguckt. Das habe ich natürlich gedacht. So, ich will auf den Balken. Aha. So. Nein, ich möchte darüber. Komm schon, Basim. Ja, die ist aber genau dahinter, ne? Wir hätten hier, hätten wir noch so eine Liebeskammer. Ich mach einmal hier die Tür auf. So, dann haben wir die Verriegelung weg. Es ist wirklich mit der Mission, wäre ich an die Kiste gekommen. Das ist eine Frechheit. Ja, schwer vom Begriff, ne? Wieso kommt der denn nicht runter? Was ist mit ihm? Mag sein, aber es gefällt mir nicht. Hä? Jetzt ist natürlich die Frage, wenn er mit mir kämpfen will. Ich hasse die Großen. Dann würde ich erstmal weglaufen. Hi, darf ich hier hoch? Natürlich nicht. Ach komm. Hör doch auf. Ich darf mich nicht verstecken. Aber er bleibt da oben. Er hat irgendwie kein Interesse, mich zu jagen. Zu weit weg, ne? Au! Warum? Hör auf! Ey, das tut weh! Willst du mich verarschen? Ich kann den auch nicht...
Au, Alter, wie weit kann der denn werfen? Ich komme halt nicht durch, ne? Das ist echt nicht cool. Der kommt da nicht weg. Ich kann kein Attentat auf ihn verüben. So, den haben wir vergiftet. Reicht das? Na, wir gehen mal auf Nummer sicher. Jetzt stirb endlich. Geht doch. Scheißkerl. Achso, ich kann ja eigentlich, könnte ich auch runter. Können wir auch die Treppe hochgehen. So, mal gucken, ob die gute Dame uns zumindest empfängt. Hey, was hast du denn so eine Angst? Ich lese dir was vor, dann geht's dir besser. Mahnung zur Vorsicht. Eirika. Ich war nie jemand, der ein Loblied auf die Tugend der Bescheidenheit gesungen hätte. Es lohnt sich jedoch, mit Unauffälligkeiten vorzugehen, wenn das eigene Überleben davon abhängt. Das kürzliche Ableben unseres Bruders zeigt deutlich, dass wir ungewollte Aufmerksamkeit auf uns gezogen haben. Schränke die zur Schaustellung deines Reichtums ein und höre auf, öffentlich zu bieten, ehe noch mehr Klingen aus dem Schatten hervorkommen. Kopf der Schlange. Und, hat dich das beruhigt? Hm? Du hast doch gemacht, was er gesagt hat. Du hast ja nicht mehr geboten. Hm? Guck mal, ich mache hier mal eine Fluchttür auf, ja? Das gibt dir falsche Hoffnung, dann hast du nicht so eine Angst. So. Und was sagst du? Sind wir wieder Freunde? Dafür, dass die mir anfangs so eine Angst gemacht hat, ist das ein ganz schönes Weichei, ne? Hier ist ein Fenster? Ach so, zu dem Raum da unten. Ich wollte gerade sagen, hier hätte ich reinkommen können. Steh auf. So ist gut. Alles gedeiht, wenn in der Familie Harmonie herrscht. Die Spiegelwelt. Familie? Das Wort hat keine Bedeutung. Die Vorstellung davon noch weniger. Nur man selbst hört das leise Flüstern der eigenen Seele. Sieht ein bisschen aus wie Fletcher als Joker in Batman, ne? Niemand lebt allein. Aber wir sterben allein. Am Ende sind wir schlicht, absolut und wahrhaft allein. Willst du wissen, woher ich diese Narben habe? Na, was kommt jetzt? Die Dunkelheit kehrt über uns ein. Schön, da haben wir Ning getötet. Ich meine, traurig, dass Ning von uns gegangen ist. Sie war eine tolle Frau. Ich werde sie immer in Ehren halten und ihr Leben im Gedächtnis behalten. So. Darauf ein Becher Dattelsaft. Ich würde jetzt gerne einmal, bevor wir zum Bruderschaftshaus gehen, wir haben ja 90 Metern Händler, die Elixiere auffüllen. Denn wir haben ja den Dicken da nicht runtergekriegt. Okay.
Und es ist so gekommen, wie ich dachte. Ne? Wir mussten uns wieder durchmetzeln, weil ich mal wieder Scheiße gebaut habe. Ich war zu forsch. Habe ich das schon gelesen? Ruf zu den Waffen. Brüder, wir werden nicht länger Joch eines falschen Kalifen erdulden. Abu Abdallah ist der rechtmäßige Erbe seines Vaters. Wollt ihr Hunde sein, die nur bellen, statt zu beißen? Die Zeit ist gekommen, den Thronräuber zu stürzen und Al-Mutter Wackels Sohn zu seinem Geburtsrecht zu verhelfen. Al-Mutter Wackels. Boah, alles was muss, das wackelt, ne? So. Guten Tag, der Herr. Hallo. Schön, dich zu sehen. Schön, mal, dich zu sehen. Hast. Bitte, sieh dich um. Ich würde jetzt so gerne Dubstep-Musik hinterlegen. Bei seinen coolen Dance-Moves. Was hat der? So, da kaufen wir gleich zwei Stück von. Da ist der Köcher voll. So. Was das? Ja, das war's. Dankeschön. Ich muss gehen. Bis dann. Was ist mit diesem? Was das? Bis dann. Ein bisschen Musik hätte ich da gerne hinterlegt, aber ja gut. Ziel auf die Beine ihrer Pferde. Dann sind sie so leichte Beute wie die Flöhe, die sie essen. Flöhe sind doch nicht nahrhaft. Da wird doch keiner satt von. Wie viele Flöhe willst du essen, bis du da endlich mal einen vollen Magen hast? Und... Hopp! So. Auf zum Bruderschaftshaus. Sie kommen heute pünktlich? Wie viel waren Sie gestern zu spät? Eine Stunde? Es wäre mir ja gleich, wenn es nicht so oft vorkäme. Ja, unzuverlässige Menschen nicht. Das ist schon anstrengend. Wenn du selber immer pünktlich bist, bist du in der Regel auch derjenige, der jedes Mal wartet. Viele Wachen? Für was? Er war damit beschäftigt, seine Hose zu machen. Gibt's hier eine Kiste? Söldner, Wachen, Kiste. Ich bin immer skeptisch, ob ich irgendwo hin darf oder nicht. Okay, er passt auf die Kiste auf. Ist das okay, wenn ich hier mit reinkomme? Zeug! Ey, du! Nicht schubsen! Es hätte ja funktionieren können. Was? Habe ich nicht. Er ist einfach umgefallen. Ich habe mich lediglich seiner Kiste bedient. Und mich seines Lebens entledigt. Mehr habe ich nicht getan. Jetzt einmal ein Plakat. So, wir brauchen mal ein bisschen Fanpost. Oh, ich sehe diese Plakate immer nicht. Dann meldet euer Kind im Maktab an. Im Maktab. Kann ich irgendwer hier mal rufen? Mörder! Er hat jemanden umgebracht. Ich habe alles gesehen. Tu Buße, sonst wirst du Allahs Zorn spüren. Ich? Wieso soll ich Buße tun? Ich habe nichts falsch gemacht. Ich falle besser nicht auf. So. Wir sind der reinste Schatten.
Leiste dir einmal ein bisschen was aus einer Kiste. Ich dachte, das wäre meine. Es stand ja kein Name dran. Leichte Verwechslungsgefahr. Und er hat mich geschubst. Er hat angefangen. Ich möchte jetzt nicht kindisch klingen, aber so war's. Palim, palim. Basim, wie ist es gelaufen? Auf den Straßen redet man nur noch über die Auktion. Ja, war gut. Gerüchte verbreiten sich schnell. Es war diese Frau, Ning. Eine Frau an der Spitze? Das muss viele verärgert haben. Gleichermaßen verärgert wie verzaubert. Kein Wunder, dass sie ihre Identität geheim hielt. Also habe ich missgebaut? Sie machen sich die höchsten der wohlhabenden Halunken in ihre Seidenroben, aus Angst, sie wären die Nächsten. Der Orden wird jetzt nicht aufhören. Wenn sie den Osten erreicht haben, lässt sich kaum sagen, wie weit sie noch kommen. Hast du ihn gesehen? Den Djinn? Ich... Jetzt ist er fort. Er ist fort. Mhm. Ruh dich aus. Unser Werk ist noch nicht vollbracht. Basim ist ein guter Lügner, oder? Roshan hat nichts gemerkt. Meisterschüler. Ahu. Können wir denn unsere Fähigkeiten? Wir haben doch bestimmt neue Fähigkeiten, die wir erlernen können, oder? Drei Fähigkeitspunkte. Hierfür reicht es nicht. Das wäre Fokusstärke. Wir könnten jetzt zusätzliche Hilfsmittel nehmen. Messer wiederbeschaffen. Das wäre natürlich sehr gut, wenn wir die Messer wiederholen können. Indigos Sinneschärfe 2 wäre auch in Ordnung. Aber ich gehe erstmal mit der Messerwiederbeschaffung. Dann können wir die Messer nämlich wieder aufsammeln. Das würde sich schon lohnen. So, mein Freund, du musst mir aber auch noch mal was aufwerten. Sei gegrüßt. Willkommen, willkommen. Oh, kennt ihr das? Vor allem die Frauen unter euch, wenn so ein einzelnes Barthaar nach oben steht und immer eure Nase kitzelt. Oh, Hilfsmittel freischalten. Was gibt es Neues aus eurer Werkstatt? Sei mein Gast. In Besitz. Achso, ja, stimmt. Wir können ja... Ich wollte eigentlich aufwerten. Wir haben noch die Falle. Rauchbombe. Falle. Eine nicht tödliche Annäherungsmine, die Gegner für längere Zeit umwirft. Frage ist, laufen die denn auch dahin? Und ein kleiner Sprengsatz, der Wachen von Basim fortlockt. Kann zu einer Waffe gemacht werden. Dieser Sprengsatz. Können wir damit verriegelte... Mauern, also die eingemauert sind, wenn wir die öffnen können, ist ja natürlich mega sinnvoll. Macht's leichter. Um so ein bisschen Chaos zu stiften, wäre natürlich die Falle gut, ne? Freischaltbare Hilfsmittel 0. Genug gesehen. Ja, wir haben völlig umsonst gerade philosophiert. Danke, dass ihr eure Gaben teilt. Er hat gar nichts gemacht. Hör auf, dich zu bedanken, Basim. Aber wer... Kann hier keiner meine Waffen aufwerten? Rivka, hast du kurz Zeit? Ich habe ein paar Fragen. Leg los. Nach Rivka fragen? Okay. Du weißt ein bisschen was über mich und meine Herkunft. Ach, das ist damit gemeint. Was ist mit dir, Rivka? Weißt du, wo Rivka ist? Du dich für mein Leben? Na, wir sind doch auf derselben Seite. Es schadet nicht mehr, über seine Mitstreiter zu wissen. Tja, ich bin nicht von hier. So viel sei gesagt. Meine Eltern wären bei einem Ereignis wie der großen Auktion nicht fehl am Platze. Deine Familie ist wohlhabend? Beschämenderweise ja. Als Kind hatte ich keine Freude an der ganzen Pracht, den Gewändern und den Manieren. Es hat mich erdrückt.
All das änderte sich, als ich eines Tages vor unsere Tore trat und die Welt so sah, wie sie wirklich ist. Danach gab es kein Zurück mehr. Was noch? Es ist so unangenehm, ne? Wenn man reich zur Welt kommt und einem fehlt es an nichts und man kann sich alles kaufen und so, ey. Nee, furchtbar. Schlimmes Leben. Ganz schlimmes Leben. So, die große Auktion, da waren wir zwar schon, aber wir können ja trotzdem mal nachfragen. Was hast du sonst über die Dairat al-Mal? Das ist eine besondere Veranstaltung, bei der die Reichen ihr Vermögen zur Schau stellen können. Gibt es solche Veranstaltungen hier häufig? Wenn man den örtlichen Händlern Glauben schenken darf, dann einmal im Jahr. Aber die Wohlhabenden finden sicher genug andere Anlässe zum Feiern. Was noch? So, jetzt fragen wir noch einmal nach Al-Karg und dann haben wir alles durch. Was hast du über Al-Karg erfahren? Ich möchte eine unvoreingenommene Meinung. Nichts, das ich nicht schon kenne. Bestechlichkeit, Armut. Aber der Zug ist voller Leben. Die Gewürze, die Materialien und die Werkzeuge. So vieles, an dem ich mich versuchen könnte. Denkst du bereits über eine Pause nach? Ach, sei unbesorgt. Ich weiß doch, worum es geht. Was noch? Nichts weiter, das war's. Keine weiteren Fragen. Hab Dank, Rivka. Wie in so einem Richterverhör. Keine weiteren Fragen. Die Angeklagte ist schuldig. Das ist ein Fall für Richterin Barbara Salisch. So, wenn wir jetzt unseren Dolch noch aufwerten könnten. Wir hätten jetzt noch die hingerichteten Aufständischen wurden hier ergriffen. Sprich mit Ali am Tor. Das könnten wir einmal fertig machen, dann haben wir das weg. Da Wish haben wir ja eigentlich schon erledigt. Den ersten Teil. Und hier fehlen uns immer noch Scherben, ne? Und danach können wir nach Al-Karg gehen, würde ich sagen. Ins Bruderschaftshaus. Aber dass wir das hier noch schnell machen, weil das ist ja... Oder bin ich jetzt gar... Nee, das... Theoretisch, das müsste hier vorne sein, ne? Ich habe jetzt nur vergessen, wo werte ich denn mein Dolch auf? Fertigkeiten, Kodex, Nachforschung, Welt, Inventar. Dolch. Dolch des Abbasidenritters. Aber das ist nicht das, was ich meinte. So, Talisman müssen wir auf jeden Fall wechseln. Montur, Farbe. Schick. Nehmen wir doch mal eine andere Montur. Basim stellt bis zu einem Maximum von 50% alle 2 Sekunden. Ja, wir bleiben hierbei, ne? Aber das sieht irgendwie schicker aus. Mensch, wo war denn das mit den Fähigkeiten? Ich hätte schwören können, das ist im Bruderschaftshaus, wo man das aufwertet. Die Waffen. Oder war der... War Dolch auf Stufe 3, ist das auch in der Schmiede gewesen? Kleiner Moment, haben wir eine Schmiede hier in der Nähe? Nein, wir haben Geschichte aus Bagdad. Wir hätten hier eine. Wir müssen ja nach Al-Karg, ne? Ne, wir wollten das hier machen. So, wo wäre... Ach Mensch, wäre denn das? Das ist hier vorne, der Jäger, sprich mit Ali am Tor. Dann könnten wir an der Schmiede einmal vorbei und gucken, ob wir den Dolch auf Stufe 3 kriegen. Weil ich glaube, Stufe 3, ist das nicht das, wo die Leichen denn auch verschwinden, wenn wir die als Attentat gekillt haben? Oh, ich bin mir nicht sicher. Oder ist das eine Fähigkeit von einem einzelnen Dolch? Hm.
So, einmal wieder durch den Bazar. Ja, weg da! Ihr schüchtert mich gar nicht ein, Schmutzfinkel. Durch die Mitte. So, einmal die Füße abkühlen im frischen Teichwasser. Brunnenwasser. Schmiede 79 Meter. Ich müsste auch mal wieder eine von diesen lehrreichen Wissenskugeln lesen. Ich grüße dich. Das habe ich auch schon eine Weile nicht mehr gemacht, ne? Willkommen. So, einmal die Ware ansehen. Kannst du bitte? Sei mein Gast. Wenn ich meine durch. Unbezahlbar. Aussehen? Verbessern. Besseres Werkzeug, schönere Arbeit. Also den können wir verbessern, weil wir den Bauplan haben. So. Nach erfolgreicher Parade fügt der folgende Angriff 50% mehr Schaden zu. Man kann die Bewaffnung immer verbessern. Ja, aber das ist nicht das, was ich gesucht habe. Ich bin gerade doof. Ist das alles? Ja, das wäre alles. Dankeschön. Auf ein andermal. Bis demnächst. Bei Hilfsmittel vielleicht? Oh, wow. Oh, ich bin so doof. So, Rang gesperrt. Okay. Aber war das hier im Inventar? Weil ich kann es ja nicht anklicken, wenn ich das jetzt ändern möchte, hier mit der Giftspitze. Ich hab doch verschiedene Sachen zur Auswahl, oder nicht? Banu Musa im Bruderschaftshaus der Verborgenen. Siehste? Dann war das nur... Dann haben wir keine Banu Musa in diesem Bruderschaftshaus gehabt. Schätze ich mal. Gut, dann gehen wir jetzt zu den Toren und treffen uns mit Ali. 400 Meter weit weg. Wir hätten hier eine Kiste. Den. 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 Wie kannst du das gesehen haben? Was war denn das? So. Außerdem war es ja für einen guten Zweck. Hier war eine Kiste. Ist ja nicht so, dass ich hier wie so ein Amokläufer grundlos irgendwo rumlaufe und Menschen umbringe. Ich bin jetzt extra, damit das nicht auffällt, in den Attentäter-Modus gegangen. Erhöhte Konzentration, aber scheinbar hat man es doch gesehen, ist trotzdem aufgefallen. So, jetzt brauche ich wieder ein Plakat, um invisible zu werden. Muss ich jetzt schon wieder durch diesen Bazar, ich laufe außen rum. Hast du einen Marmel, du? Was pöbelst du mich so an? Der Gesuchte ist hier. Woher weißt du davon? Da wurden eben Teppichböden begutachtet. Ja, aber wo... Ne, das ist von der Auktion, das Plakat. Hä, woher weißt du denn davon?
Wenn der mich anschreit, muss doch hier irgendwo... irgendwo ein Fahndungsplakat vor mir hängen, oder nicht? Keine Ahnung. Wir gehen mal weiter. Wir werden bestimmt durch Zufall noch eins sehen. Wir haben noch ein paar Meter vor uns auch, ne? Also. Das sind nur die Plakate von der Auktion. Hm. Da. Da leuchtet uns doch schon ein wunderschönes Gemälde unserer hässlichen Visage an. So. Das haben wir zerstört. So, da. Oh, da hat er sich auf den Finger gehauen. Ja, musst du mal Handschuhe tragen, mein Freund. Sprich mit Ali am Tor. Hey, lauf doch einmal im Kreis um die Auktion rum. Oder um den Bazar. Das wird lustig. Da, 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 da. Wisst ihr was? So. Sind wir ein bisschen schneller unterwegs vielleicht? Oh. Hat mein Kamel gerade das Pferd gebissen? Oh, einen Maulkorb kaufen, wa? Kannst du hier, okay, das geht nicht. Ja. Unter diesen Umständen... bin ich an der Palette hängen geblieben. Ich sag's, wie es ist. Ölmacherbezirk. Ich weiß, hat deine Mutter auch gesagt. Was? Jetzt aber nicht die Muttis hier mit reinspringen ins Spiel, ne? So. Ali am Tor. So, wir haben es fast geschafft. Dann würde ich sagen, morgen gehen wir zu Ali am Tor. Die Zeit ist leider schon rum. Wäre schön, wenn ihr wieder einschaltet. Habt noch einen schönen Tag und bis morgen.